Ah, nette Sachen. Unverwundbarkeits. Die muss er identifizieren. Was trägt sie eigentlich noch? Einen Abwehrtrank? Brandöle haben wir davon nicht auf mich hier drin oder habe ich mich verguckt? Ah, doch. Brandöle. So, Pfeile. Eispfeil. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Weiß jetzt nicht, ob es den Trank der Macht wirklich wert war, aber ja, wir müssen dann wenigstens nicht mehr hierher zurück. Diese Weltverbesserer kotzen mich an. Ja, Kigame beschwert sich auch darüber, dass unser Ruf zu gut ist. Alles wegen des lieben Gottes. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. So, Spinnen getötet. Hi, Koran. Hey, Reisende, wartet einen Moment. Wie schön, mal jemanden in diesem Wald zu treffen, den man noch nicht kennt. Ich bin Koran, Dieb und Bogenschütze. Ich habe viel zu lange allein in der Wildnis verbracht. Ich würde gern in die große Stadt zurückkehren, aber ich muss mir erst noch meine Belohnung verdienen. Wenn ihr mir helft, dass die Jagd etwas schneller geht, würde ich die Belohnung mit euch teilen wollen. Interessiert? Ja, erzählt uns mehr. Ich sehe schon, ihr seid nicht auf den Kopf gefallen und wisst eine gute Gelegenheit zu erkennen. Es geht um Folgendes. Der Bürgermeister von Beregos hat mich beauftragt, einen großen geflügelten Drachen zur Strecke zu bringen, der seit einiger Zeit die Karawaneroute heimsucht. 2000 Goldmünzen ist auf seinen Kopf ausgesetzt, aber kein Grund, gleich die kalte Füße zu kriegen. In den wenigen Schilderungen des Untiers ist immer von einem tödlichen Stachelschwanz die Rede. Soweit ich weiß, haben aber Drachenschwänze niemals Stacheln. So etwas gibt es ausschließlich bei Lindwürmern. Wir müssen also richtig das Nest dieses Lindwurms töten und ihn finden und ihn töten. Sofern er nicht gerade ein paar Freunde zum Kaffeeklatsch bei sich hat, sollte das kein Problem sein. Wie lautet eure Entscheidung? Ja oder nein? Klar. Ausgezeichnet, dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. La Halali auf zur großen Lindwurmjagd. Ja. Ach ja, sogar die schönsten Dinge nehmen irgendwann ein Ende. Ich habe eure Gesellschaft sehr genossen. Vielleicht treffen wir uns mal wieder. Ja, ich habe zugestimmt, einem Elf namens Koran auf der Jagd nach einem Lindwurm zu begleiten. Auf den Kopf der Bestie ist eine hohe Belohnung ausgesetzt, die beim Lafander-Tempel gleich östlich von Beregos abgeholt werden kann. Ach, wieder Spinne. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ja, der Lafander-Tempel, der Mantelwald ist eigentlich ein schöner Ort. Jedenfalls das Randgebiet hier, aber es ist auch ziemlich gefährlich hier. Also ich weiß nicht, es ist ein lauschiges Wäldchen. So eine Hütte hier würde mir auch gefallen. Alles ruhig und friedlich und keine Sorgen haben. Ab in den zweiten Teil. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Hallo Tiber, was machst du denn hier? Entschuldigung, bitte lass mich sprechen, bevor ihr angreift. Aha, hallo Reisende, ich heiße Tiber. Könnte ich euch mal sprechen? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr zuhören könnt, wenn ihr mir doch nur helfen würdet. Was ist euer Problem? Vielen Dank, es geht um meinen Bruder. Er und ich sind in den Mantelwald gegangen, um ihn vor der Spinnkolonie zu befreien, die eine echte Plage ist. Ich weiß ja, dass es sich dumm anhört, aber mein Bruder hatte das Schwert Spinnenfluch gefunden. Das Schwert ist geschmiedet worden, um Spinnen zu töten, und wir dachten, dass wir bestimmt berühmt werden. Die Hände des Mantelwalds oder so, aber mein Bruder ist noch nicht zurückgekehrt. Und es ist schon über eine Woche her. Bitte könntet ihr in den Wald gehen und ihn für mich suchen? Meine Mutter wäre untröstlich, wenn Chellak tot wäre. Wir finden euren Bruder. Oh, danke. Ich danke euch. Sucht bitte schnell. Er heißt Chellak. Seid vorsichtig. Wir sagten einem jungen Mann namens Tiber zu, dass wir versuchen würden, seinen Bruder Chellak zu finden. Laut Tiber betrat sein Bruder den Mantelwald, um eine Spinnenplage zu beseitigen. Mhm. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin. Ja, mein mit Vergnügen. Okay, Safana ist vergiftet, nicht so gut. Das ist bleibt zurück und geht ab. Au. Das ist nervig. Und ja, hier kann es genauso sein wie im Schafsand. Ist es genauso wie im Schafsand, weil überall Netz fallen. Ja, wie ihr wünscht. Vor den freundlichen Spinnen hier. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. Ja, mein Schatz. Worum geht es dir? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Tue ich alles, aber natürlich, Schätzchen. Ja, wie ihr wünscht. Mit Vergnügen. Ja, und soweit ich es in Erinnerung hatte. Ja, mein Schatz. Oh, Waldschrat, ja, stimmt. Kann ich ihr brauchen, nur zu fragen. Für euch tue ich mit Vergnügen. Bis zur Hölle. Worum geht es dies? Das wird kein schneller. Ja? Ja, mein Schatz. Wenn das euer Wunsch ist. Noch ein Waldschrat. Ach ja, wir können jetzt hier die Pfeile mal hinpacken. Wie kann ich? Worum? Ich werde mich in Hand um den Daumen kümmern. Okay, hier liegt ein Kumsäbel unterwegs. Ah. Interessant. Ups. Was haben wir denn hier Schönes? Rashads Klaue. Kumsäbel, Wakizashi und Ninjato. Das kann doch Safana sogar benutzen. Yay. Weil das ist ein geiles Teil. Der Krummsäbel hat seinen Namen von einem gewissen Prinz Rashad, der einst ein kleines Fürstentum im Osten regierte. Verärgerte Palastwachen nahmen diese Klinge und einen Großteil der Besitztümer des Prinzen nach seinem Tod an sich. Welche Rolle genau
die Wache genau bei der ganzen Geschichte gespielt haben, ist unbekannt, aber es gibt Gerüchte, dass Wachen innerhalb eines Jahres starben, getötet durch diese Waffe. Eine rachsüchtige Waffe also. Verfluchter Ring der geringen Monstrosität. Träger sieht aus wie ein Zombie, minus 4 Charisma. Ja. Ich finde es aber interessant, dass damals schon so sehr das Wort Schwuchtel benutzt wurde. Weil das sind ja Gates Original Sätze. Eine Riesenspinne. Fühlen, dass euer Wunsch ist. Worum geht, wie ihr wünscht? Fühlen, dass euer Wunsch ist. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ja, mit Vergnügen. Wie kann, wie ihr wünscht? Aber natürlich, Schätzchen. Ja, und ich schicke halt Safana voraus, genau aus diesen Gründen hier. Wo ihr braucht, nur zu Wasser, euer Wunsch ist. Ja, ihr braucht nur zu fragen, dass euer Wunsch ist. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen, dass euer Wunsch ist. Worum ihr braucht, nur zu fragen, mit Fügen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja. Wie kann ich helfen? Für euch, wenn das euer Wunsch ist. Worum, wie ihr wünscht. Wenn das euer Wunsch ist. Ja, ich werde mich in Hand umdrehen, da auch. So, ich versuche wenigstens noch diese blöde Höhle zu finden. Wie kann ich werde mich in Hand umdrehen, da auch das euer Wunsch ist. Worum geht es diesmal? Ja, ich werde mich in Hand umdrehen, da auch das euer Wunsch ist. Okay, jetzt wird's blöd. Mein letztes Gegengift. Ich hätte noch Gegengifte kaufen sollen. Wie kann ich... Wobei es eigentlich eine Seltenheit ist, dass Kegain vergiftet wird. Aber ja gut, Phasenspinnen sind halt eine andere Baustelle mal wieder. Ich glaube, das Gift würde ich jetzt umbringen, oder? Ja. Wie kann ich helfen, ihr braucht? Nur zu fragen. Lasst ihr euch holen, wie ihr wünscht. Also, ich mache mir die mal etwas effektiver weg. Wir haben ja Zauber. So, diesmal ohne, dass Gegeld vergiftet wurde.
Aber ich denke mal, es war wieder Zeit zu speichern. Das wäre jetzt Let's Play 17. 17 speichern. Und dann machen wir jetzt einen Cut. Auch wenn wir hier gerade eine Falle gefunden haben. Also, bis gleich.